Audio Now. Mondtalk. Muss ich noch mehr sagen? Stimmt. Wir bringen euch das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag nahe. Mit dem einen oder anderen Tipp, so nebenbei, für ein lebenswertes Leben. Von und mit Johanna Paunger-Poppe und Thomas Poppe. Unser Thema heute reiht sich ein in die Kette der Tierkreiszeichen. Das drittletzte haben wir heute, Steinbock. Mhm. Steinbock, Mond in Steinbock. Im Reich der Gesundheit wirkt der Steinbock auf Knie, Knochen, Haut und auch Gelenke steht bei uns noch drin. Und Wirbelsäule ist auch wichtig. Genau, die richtig. Wirbelsäule. Es ist bei jedem Tierkreiszeichen wichtig, aber bei Steinbock besonders, dass man trennt zwischen abnehmendem Mond und zunehmendem Mond. Und zwar deshalb, weil es, also wenn man Gartenbereich hernimmt, dann ist bei abnehmendem Mond ganz andere Tätigkeit als wie bei zunehmendem Mond, obwohl eben bei beiden dann Steinbock ist. Was den Körper betrifft, Einfluss auf den Körper, Gesundheit und so weiter, auch, dass es wichtig ist, dass man Steinbock im zunehmenden Mond möglichst meidet, bei Eingriffen an der Haut oder Wirbelsäule, überhaupt Knochen und Gelenke. Auch bei Tätowierungen möchte ich dazu sagen. Das sind Mikroverletzungen der Haut. Da sollte man Steinbock vermeiden und vor allen Dingen zunehmenden Mond vermeiden. Weil die Tinten, die dabei verwendet werden, die sind ja öfters mal ein bisschen giftig und die können leichter in die Haut und den Körper dringen, wenn zunehmender Mond herrscht. Ich glaube, giftig sind sie, wenn es falsch gemacht wird. Also bei Tätowierungen habe ich mir sagen lassen, dass es ganz wichtig ist, jemanden zu wählen, der schon gute Erfahrung hat und nicht irgendwo so in einer Kneipe hinten im Hinterhof, weil die Schädigungen kommen nicht durch die Tinte, sondern durch das, dass die Tinte zu fest eindringt, also dass die mit den Nadeln nicht richtig arbeiten. Aber grundsätzlich Tätowieren ist auch ähnlich wie Permanent Make-up, auf jeden Fall im abnehmenden Mond. Es sind die Verletzungen, wenn sie dennoch passieren sollten, längst nicht so groß, längst nicht so schädlich und es verheilt auch ganz schnell, wenn man einen abnehmenden Mond nimmt. Also das nicht bei zunehmenden. Dann alle operativen Eingriffe sollten grundsätzlich immer im Abnehmenden gemacht werden, wenn ein Unfall passiert oder Notfall, natürlich nicht auf den Mond schauen. Das betonen wir ausdrücklich immer wieder. Bei Steinbock, wenn man es planen kann, man kann auch eine Knieoperation planen, oder bei der Haut oder vor allen Dingen, wenn jemand Narben hat, weil durch einen Unfall kann man ja nicht schauen, wann operiert wird. Da muss dann oft nachoperiert werden, weil die Narbenbildung zu stark ist. Ja, im Sinne einer Schönheitsoperation, ne? Im Sinne dann einer Schönheitsoperation, aber auch, weil die Narben natürlich strahlen und diese Blockaden, die durch die Narben entstehen, von den ganzen Meridianen, die kann man da wieder besser auflösen, wenn man nochmal geht im abnehmenden Mond. Und man nennt es auch Narben abschleifen. Mhm. Ob die jetzt wirklich geschliffen werden, das weiß ich jetzt nicht. Das hört sich gruselig an. Ja, stimmt. Aber auf jeden Fall hilft es. Also da unterscheiden. Steinbock ist zwar gut für die Haut, alles, was man macht, aber eben keine Operationen der Haut vornehmen. Wenn man die Haut oberflächlich was behandelt, dass man Narben eincremt oder massiert, da brauche ich nicht drauf schauen. Das ist also eigentlich immer gut, dass man das macht. Steinbock ist auch noch ein Eingriff bei den Zähnen zu beachten, dass man da den Zahnstein lang anhaltend entfernen kann. Das geben wir auch immer wieder als Tipp, was wir oft gefragt werden. Also auch Steinbock abnehmender Mund und der Zahnstein kommt also viel, viel länger nicht mehr nach. Natürlich muss man wieder dazu sagen, wie immer, die Ernährung macht was aus. Wenn jemand, der so starker Kaffeetrinker ist oder schwarzen Tee, dann entsteht natürlich eine Zahnverfärbung. Die entsteht schneller als bei anderen Menschen, aber selbst dann kommt sie lange nicht so schnell zurück. Wenn man stimmt. Gerade dann, kann man sagen, ist es umso wichtiger, einen Termin früh genug beim Zahnarzt im abnehmenden Mond, Steinbock, sich sichern lassen und dann haut es schon besser hin.
Ja, beim Körper, das, bevor man in den Garten übergeht, beim Körper, was wir viele Laserbriefe immer haben, ist mit Haarentfernung, also vor allen Dingen Augenbrauen und so. Epilieren. Ja, genau. Also einfach die Haarentfernung, das ist etwas, was manche ständig machen, manche machen es etwas lockerer über die Wintersaison. Wie auch immer, da gibt es auch bestimmte Regeln, zum Beispiel im Intimbereich, Bikini-Bereich ist es nicht gut, ein Skorpion, was ohnehin einfach in diesen 2 Tagen, wenn es geht, ausgelassen werden sollte. Ansonsten ist Steinbock ideal. Natürlich kriegen wir dann immer Briefe und sagen, ja, ich kann ja nicht nur an Steinbock die Haare entfernen. Das ist richtig, aber man soll es an Steinbock zumindest nicht versäumen. Und notfalls noch schauen, also im abnehmenden Mund hilft es natürlich noch viel mehr. Mit Auszupfen der Haare, was man also bei den Augenbrauen meistens macht, muss ich dazu sagen, dass es die Leute sich überlegen sollen, ob sie da wirklich immer abnehmenden Mund Steinbock nehmen, weil sie irgendwann tatsächlich nicht mehr nachwachsen. Und wer das will, okay, ich habe es auch gewollt, wie ich jung war. Und wie es jetzt momentan ist, weiß ich nicht, aber vor Jahren war dann wieder buschige Augenbrauen modern. Und das geht natürlich dann nicht mehr. Also die wachsen dann echt nicht mehr nach. Ich brauche natürlich ein Leben lang nie mehr zupfen, aber buschige werden es dann auch nicht mehr. Das ist vielleicht ganz gut dazu sagen. Ich war damals froh, dass ich das Wissen habe und mich da nicht immer schinden muss. Aber das sind so Kleinigkeiten. Aber weil ich gerade sage, mit Haarentfernung, es gibt natürlich auch Haare, die man nur zurückschneidet, wie zum Beispiel Nasenhaare oder Ohrenhaare bei den Männern. Das, glaube ich, ist nur bei den Männern. Und das hat mit Steinbock jetzt nichts zu tun, sondern das wäre Fisch. Das muss man vielleicht bei der Gelegenheit sagen, wenn man sagt Haarentfernung. Fisch hätte den Vorteil, dass sie langsamer nachwachsen und vor allen Dingen dünner. Bei Fisch ist der Tipp deshalb, weil sie wirklich dünn nachwachsen, was man jetzt bei Kopfhaaren nicht möchte. Die wachsen dünn nach und deshalb pieksen sie dann auch nicht. Und sonst sind es dann so Stoppeln, je nachdem, wie alt eine Person ist. Das wird also nicht gerade weicher, sondern stoppeliger und das muss ja nicht sein. Also gerade Nasen- und Ohrenhaare bei Fisch und ansonsten auszupfen, was nicht mehr nachkommen soll, bei Steinbock. Aber genau, da auch eben im ersten halben Jahr, wo der Steinbock im Abnehmenden ist. Dann gibt's bei Steinbock noch die Geschichte mit den Fingernägeln und den Zehennägeln, die überhaupt generell Nagelpflege. Ja, die kommt auch dazu. Die Nagelpflege sollte immer Freitagabend sein, egal welches Tierkreiszeichen ist, egal ob der Mond zunimmt oder abnimmt oder ob Voll- oder Neumond ist. Und die Alternative ist Steinbock. Da werden die Fingernägel wirklich auch ganz hart zu. Aber das im Prinzip genügt Freitagabend. Ich habe das jetzt deswegen noch erwähnt mit der Nagelpflege, weil das gehörte zu den Hausaufgaben, die du mir gegeben hast, als wir uns kennengelernt haben. Wann ich die Nägel schneiden soll, ab jetzt. Das war ein höchst überzeugendes Experiment. Ja. Also nach 6 Wochen hatte ich Fingernägel, mit denen man da so Rillen in die Wand kratzen konnte. Ne? Und ja, das war statt einen Schraubenzieher hernehmen. Ja. Das war damals so, ja, wirklich. Und ich habe mir gedacht, Mama mia, wenn das stimmt, dann möchte ich nicht wissen, was sonst noch alles. Ja. Und dann ging es so langsam los. Ne? Naja, gut. Also bleiben wir bei Steinbock. Ja. Mit dem Garten, am Körper könnte man so grob, es ist natürlich jetzt ein Bluttag. Fällt mir noch was ein. Ah ja, Beinwell. Das Pflänzchen Beinwell, Beinwell-Salben, ja, das wäre direkt an Steinbock angewendet, auf Knie und um die Umgebung, also Ober- und Unterschenkel, sehr viel wirksamer als an anderen Tagen. Das Wenn jemand damit Probleme hat oder auch vorbeugend, dann ist Steinbock der ideale Tag, um sowas anzuwenden. Die Anwendung. Also wenn man die Salbe selber macht, ist der Mond da nicht so gravierend. Man kann auch die Beinwellblätter einfach ein bisschen mit so einem Nudelholz, ein bisschen, dass sie nicht so rau sind, und auflegen. Und mit Nudelholz deshalb, weil es besser ist, wenn dann der Saft rausgeht. Und das ist natürlich schon, Steinbock ist speziell Knie, aber Beinwell ist auch gut immer auflegen, wenn man Schmerzen an den Gelenken hat, auch Schulter oder so oder Ellbogen oder an den Händen. Also da braucht man dann nicht aufs Tierkreiszeichen schauen. Dass es noch gut ist für Blutbildung, wenn man da gute Obstsäfte oder Gemüsesäfte trinkt, die rot sind, genau, die rote Farbe. Ich meine, natürlich die Schulmediziner, die es probieren, wissen es, das stimmt, aber manche haben damit Probleme, dass sowas Einfaches helfen kann, aber es hilft. Man muss das einfach ausprobieren an diesen Bluttagen, das ist Steinbock, Jungfrau und Stier.
rote Säfte trinken. Wir erwähnen das öfter in den Kalendertexten. Das hilft einfach auch sehr gut. Wer jetzt zum Beispiel ein Kind zu Hause hat, was immer so ein bisschen blass ist und schwächlich, dann muss man jetzt Kind jeden Tag quälen mit einem Saft, was nicht mag. Mhm. Aber an diesen Tagen Stier, Steinbock und Jungfrau, da wäre das natürlich ideal. Mhm. Da kann man das. Das ist auch bei Steinbock also besonders. Aderlass vielleicht nur, wenn jemand möchte, ist auch ein Bluttag gut zu beginnen. Und zwar, Eigenbluttherapie. Eigenbluttherapie. Wenn jemand sich für die Gesetzmäßigkeiten um den Aderlass herum, ne, Steinbock, Bluttag, also braucht er die Tabelle. Dann braucht er eine ganz spezielle Tabelle. Ja. Und wenn ihr Lust habt und interessiert euch für diese Tabelle und auch für die Beschreibung des Aderlasses, dann schreibt es uns einfach. Ich schicke euch das. Das ist vrz@aon.at, weil der Aderlass im Lauf der letzten, ja fast könnte man sagen Jahrhunderte, hat sich in ein Synonym für Schwächung verwandelt. Ja. Ja, die Mannschaft musste einen Aderlass hinnehmen, weil sie ihren besten Spieler verloren hat. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Diese alte Gesundheitstechnik, die ist zu Unrecht in schlechten Ruf gekommen und sie funktioniert wunderbar. Man muss nur wissen, genau wie. Man muss wissen, wie. Und da sind Tabellen im Umlauf, die wirklich nicht lustig sind. Ja. Das muss man auch sagen. Wobei man jetzt auch sagen muss, die Tatsache, dass Aderlass so ein Verruf ist, so quasi, dann sind auch schon Leute gestorben und so. Nach jeder schulmedizinischen Behandlung sterben Leute. Das ist, also können sterben, so würde ich sagen. Bei einem Aderlass ist es so, dass man das früher angewandt hat, auch Laien, also Bauern, auch bei den Tiere vor allen Dingen, wo das Tier gar nicht mehr zu retten war. Genau. Also das war praktisch eine der letzten Möglichkeiten und es hat halt nicht immer geklappt. Das war nicht früh genug. Das heißt aber nicht, sie sind wegen dem Aderlass gestorben, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Viele sind dadurch gerettet worden und manche eben nicht. Bei der Schulmedizin sagt man auch nicht, jetzt ist er an der Chemotherapie gestorben. Ja. Es hat halt nichts mehr genützt oder so. Und selbst wenn sie an der Chemotherapie sterben, was auch zum Teil viele beweisen, da möchte ich jetzt da nicht mitreden, weil ich das nicht kann, aber da gibt's auch Wahrheiten und Lügen. Ja, und man muss also noch eines dazu sagen, beim Aderlass wird maximal ein Fünftel der Menge ablaufen lassen, wie beim Blutspenden. Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Nein, das ist kein Vergleich. Beim Aderlass wird einfach, früher wurde geritzt und jetzt wird einfach die Nadel dann abgekoppelt und das, was von alleine raustropft. Das ist entscheidend. Es muss frei fließen. Frei fließen. Es darf nicht können, abgezogen werden. Nein, genau. Deshalb kann man es nicht vergleichen. Gut. Aber das möchte ich aber jetzt nur mal sagen, dass das da nicht Steinbock sein muss, weil wir jetzt beim Steinbock sind. Aber war ein interessantes Thema, denke ich. Und schreibt es uns, wir schicken euch die Info. Ja, das ist das Drumherum. Ich glaube, wir könnten in den Garten gehen, außer es fällt uns zwischendurch noch ein. Natürlich ist das immer nur eine Anregung. Ich würde jetzt nicht in den Garten gehen, ich würde hier sitzen bleiben. Und ja, gehst nicht in den Garten. Dann denken wir uns in den Garten. Okay. Das ist klar. Steinbock im Garten. Steinbock ist ein Wurzeltag. Mhm. Und das Erste, was mir einfällt, ist das Jäten, das Unkraut. Ich glaube, du hast noch nie gejätet. Nein, stimmt. Ja, gut, ich auch fast nicht. Das machen wir auch nicht, weil man es nicht braucht. Wenn man auf dem Mond einen Garten anlegt, dann braucht dann man das nicht. Dann ergänzt sich alles ganz von selber. Sich, genau. Man muss sich einmal das vorstellen, wie mit einer Selbstverständlichkeit die Leute meinen, sie müssen jäten und sie müssen dann mulchen. Ja, noch dazu. Oder gießen. Mhm. Also man braucht weder mulchen, noch jäten, noch gießen. Man muss nach dem Mond das anpflanzen und dann passt es. Es gibt das eine oder andere tatsächlich Unkraut, was man dann einmal auszupft. Ansonsten ist immer dann, wenn so ein Satz von dir kommt, und ich weiß ja, dass es stimmt, aber viele, die zuhören, die wissen das nicht und die denken, die spinnen. Ne, in einem Garten, der Garten muss bearbeitet und gepflegt und gemacht und getan. Es ist so viel Arbeit, es ist wie ein drittes Kind. Und Bodenanalyse. Ja, genau. Und wie viel, und wenn's keiner dir, weiß, was stimmt. Wenn du dir Gartenbücher anschaust, das ist der schlichte Wahnsinn, wirklich. Dabei kann man ein Paradies schaffen mit ganz wenig Arbeit. Also, wie gesagt, ich wollte da vorhin sagen, wenn ein Unkraut wirklich überdimensional dreimal so groß ist wie die Kulturpflanze, die ich da möchte, das heranwächst, dann reiße ich auch mal das eine oder andere aus und tue es weg. Ansonsten sind diese Beikräuter, es ist ja kein Unkraut, diese Beikräuter kommen, um der Kulturpflanze zu helfen. Die sind als Unterstützung da. Und das ist wichtig zu wissen. Wenn ich das jetzt ausreiße, ist nicht nur die Pflanze geschwächt, sondern es ist auch noch der Hitze ausgesetzt.
es sollte jetzt nicht unbedingt so sein, dass vor lauter Unkraut nicht mehr man sehen kann, welche Kulturpflanze da wächst. Und da geht man eben einmal im Monat bei Steinbock ein bisschen durch. Mhm. Und so, wenn ich jetzt einen großen Garten habe, dass ich sage, Steinbock reicht nicht, dann gehe ich an Steinbock dadurch, wo man schwer hinkommt. Das ist zum Beispiel bestimmte Steinmauern. Und dann kommt anschließend Wassermann. Und da kann ich dann, wo ich leicht hinkomme, mit der Haue das Unkraut ein bisschen aufhacken und einfach liegen lassen. Wenn ich an Wassermann das Unkraut lockere, die Wurzeln lockere mit der Haue, dann verderben die, also die werden sofort welk und bleiben liegen und die können liegen bleiben. Erstens einmal schaden sie nicht, sondern sie spenden Schatten. Und zweitens einmal wächst es dann einfach rein. Also das Wichtigste ist der Schatten, dass man nicht Unkraut wegtut und dann auf einmal kommt tagsüber die pralle Sonne. Und wo ich nicht so gut hinkomme oder wo ich einfach sage, Mensch, das möchte wirklich unkrautfrei haben, kann man auch einmal mit Freunden und Steinbock ein bisschen das machen, dass man da jemand hilft. Und dann macht man vielleicht gemeinsam eine Brotzeit oder trinkt ein Gläschen Tee oder Wasser oder Saft, ist ja egal. Auf jeden Fall kann man das ein bisschen gemütlich machen oder die Kinder entspannen ein bisschen, das freut sie auch. Also das ist im Garten wichtig, dass man dann Steinbock nicht übersieht bis Juni. Manchmal noch Anfang Juli, ja. So ist Steinbock noch im Abnehmenden und dann dreht er um und ist ein halbes Jahr im Zunehmenden. In der Zeit, weil gerade Frühling ist er im Abnehmenden, das ist der Vorteil zum Ungradierten, weil es dann immer nachkommt. Und der Vorteil auch, dass ich Wege anlegen kann, Zäune setzen, alles, was im Boden gut halten soll, mache ich an abnehmenden Steinbock. Und es gibt immer wieder ein bisschen schlampige Gärtner, die Werkzeug liegen lassen. Es gibt einfach Leute, die, wenn sie Werkzeug nicht mehr brauchen, legen sie es daneben hin und so. Und manches findet man wieder, aber nicht immer alles. Wenn man einen Steinbock, ein Werkzeug liegen lässt oder einen Gartenschlauch liegen lässt, kann es passieren, dass über Nacht schon der Schlauch nicht mehr sichtbar ist. Also das glaubt man nicht, wie schnell sich etwas in den Boden einarbeitet, wenn abnehmender Steinbock ist. Und das kann man nützen als Vorteil, dass ich zum Beispiel ein Brett hinlege, was im Garten zum Gehen, also eine Wegplatte, ich lege das hin und das hält. Das hält bombenfest und das kann man auch nützen. Wege oder diese Schotterwege, die dann immer diese Löcher haben, die jedes Jahr aufgefüllt werden und das Loch wird jetzt hier noch größer und so. Wenn man das einen abnehmenden Mond macht, einen Steinbock ein paar Mal mit dem Auto drüber fährt oder in einer landwirtschaftlichen Gegend haben sie ja sowieso die schweren Traktor und dort zwei, dreimal hin und her fährt, ist der Weg bombenfest auch im Winter und auch bei den Frostschäden. Also das kann man gut nutzen. Da kann man auch, wenn man geneigt ist, das Mondwissen zu testen, das kann man ausprobieren. Ne? Man kann bei Steinbock abnehmender Mond eine Stange in den Boden hauen, am Pfosten und dann einfach kurz vor Vollmond, vor dem nächsten Vollmond, genau daneben, aus demselben Material, mit derselben Kraft und auch genauso tief einschlagen und dann einfach mal schauen, was passiert. Ja, genau. Also ich habe das gemacht und der erste Stab, den habe ich nicht mehr rausgekriegt, der war wie festgewurzelt und den zweiten habe ich mit der Hand wieder rausziehen können. Das muss man natürlich auch dazu sagen, wenn ich etwas nur provisorisch mache, dann ist besser, ich achte darauf, dass ich einen Steinbock nicht erwische, weil das ist dieses provisorische Holzwerk, was man da reinschlägt, das bringt mir schwer raus. Mir geht's immer durch und durch, wenn ich im Herbst, im Spätherbst sehe, wenn die Gemeinden durchfahren mit den Schneestecken am falschen Mond. Genau, oh Gott. Also jedes Jahr das Gleiche. Einmal Schnee räumen und die Stecken sind schief. Na, man braucht nicht um Schnee räumen, die werden von selber locker und sonst werden sie von selber fest. Heuer sind sie zum guten Mond eingeschlagen, da bin ich immer ganz beruhigt. Und sie stehen auch alle noch, obwohl schon längst nicht mehr Schnee oder irgendwas ist. Und da wird sich die Gemeinde auch viel sparen. Also ein paar sind umgefahren worden, brutal mit der Schnee, mit dem Schnee. Wie sagt man nicht, die Fräse gibt es ja hier nicht. Schneepflug. Ja, das ist mir nicht mehr eingefallen. Ich meine, der war aber jetzt ein bisschen Anfänger, der ist neu in der Gemeinde. Mhm. Der muss das erst lernen. Also einen Schneepflug hält jetzt auch ein Steinbock eingeschlagen. Stecken nicht unbedingt aus. Aber ansonsten, das wäre es also im Garten. Auch wenn man was bastelt, wenn man Vogelhäuschen macht oder Futterhäuschen macht. Alles, was man reparieren möchte. Ja. Das ist alles abnehmender Steinbock ist der Wahnsinn. Also es rentiert sich wirklich im Frühjahr, dass man sich im Winter schon einen Plan macht, was ich an Steinbock mache.
im abnehmenden Mund, weil das einfach gut hält. Ja, ja, genau. Das Hintergrundgeräusch ist übrigens mickisch. Ich wollte ihn rausschmeißen. Ich auch. Aber er wollte nicht. Er will immer dabei sein beim Podcast. Genau. Mickisch. Ja. Naja. Ich hatte noch im Kopf das Thema Feng Shui im Zusammenhang mit bei Steinbock Boden verlegen und solche Dinge. Aber das ist ein Thema, das sollte man vielleicht mal extra angehen. Ich habe es deswegen im Kopf gehabt, weil ich wusste, Steinbock, das ist einfach die ideale Zeit, um Fliesen zu verlegen und Böden zu verlegen. Und da konnte ich mich erinnern, dass es bei euch eine Besonderheit gab, nämlich, dass es zu eurer Zeit damals noch Schreiner gab, die an einem Brett erkennen konnten, wo mal die Spitze des Baums war und die Wurzel. Ja, weißt du, das kann man heute auch nicht erkennen. Ja, sicher. Ja, du vielleicht. Wir sind wieder bei dem alten Thema. Es gibt 99. Ich sehe doch an der Maserung. 99% der Schreiner können das nicht, und weil es ihnen völlig wurscht ist. Und das ist. Naja, das nervt schon manchmal bei guten Böden. Ich meine, die Böden, die industriell da hergestellt werden, die sind ja so präpariert, dass egal ist. Ne? Ja. Aber das ist der Grund, warum man die Chemie braucht, ne? Zum Pressen und zum Streichen und so. Und wenn dass man sich verzieht und baut, ich glaube schon, dass der Tischler, der sich mit Naturböden auskennt. Die waren bei euch so irrsinnig lang, diese Böden. Ja. Ja, und das Entscheidende war, die wurden versetzt verlegt. Ja, die mussten versetzt werden. Einmal war der Wipfel in Richtung Eingang und einmal war der Wipfel in Richtung Ausgang. Und du hast mir das so erklärt, dass das eine Energie hat. Ja. Nämlich angenommen, man würde den Wipfel nur in Richtung Hinterausgang legen. Dann verschwindet die Energie. Genau, dann kommt man da rein und die Energie verschwindet. Und wenn es umgekehrt ist, dann hat man das Gefühl, man ist nicht willkommen. Man ist blockiert. Genau. Ja. Mhm. Und das war der Wahnsinn. Ja, gut, ich glaube schon, dass so Sachen wieder mehr kommen, weil sich die Leute nicht mehr wohlfühlen in den Wohnungen. Und Holz wird immer mehr jetzt wieder aktuell. Vielleicht ist es auch nicht nur schlecht, dass, wenn jetzt ein Laie zuhört, der sich da immer informieren lässt, dass jetzt mit diesem Borkenkäfer und so weiter das Holz schlecht ist und die kriegen wenig Geld für das Holz. Ja. Das ist zum Teil wirklich künstlich. Ja. Weil ein Borkenkäfer, der relativ neu in der Fichte ist, der also anscheinend nichts mehr taugt, das stimmt so gar nicht. Weil die Bäume werden entrindet und dann geschnitten. Und der Borkenkäfer geht nie so tief rein. Wenn der so tief schon rein ist, dann ist der Baum so kaputt, dass der zur Sägerei gar nicht kommt. Richtig. Das heißt, die Bauern lassen sich da, glaube ich, schon manchmal ein bisschen betrügen. Der Borkenkäfer ist schädlich, den könnte man ohne Probleme loswerden, wenn die noch im Mund einmal was machen würden. Aber wenn er denn schon da ist und wenn dann das Holz geschlägert werden muss, also der Baum, und das in die Sägerei kommt, dann wird das entrindet und die Rinde ist natürlich zu nichts mehr tauglich. Das ist schon richtig. Aber das Holz an sich kann man so, die Rinde so tief runterschneiden, dass das Holz überhaupt nicht befallen ist. Und hinterher geht das nicht weiter. Der Laie verwechselt das dann manchmal mit einem Holzwurm, dass ich dann einen Holzwurm im Haus habe. Der Holzwurm ist etwas komplett anderes als wie der Borkenkäfer. Das heißt, dieses Holz müsste man nicht immer so billig verschachern. Ich glaube schon, dass da was ein bisschen schief läuft. Und beim Hausbauen, wenn ich wirklich mit Holz mich beschäftige, dann weiß ich, dass das Holz viel besser standhält, jeden Bakterien, vielleicht auch Viren, das weiß ich nicht, aber das reinigt sich selber. Na, wenn ich aber zu Holz, da heißt es äußerst oft um Plastik und mit Plastikhandschuhen und so, wir werden von Plastik vergiftet ringsrum und das Holz würde den sogar einen Hackstock, wo ich rohes Fleisch hacke. Ja, das wurde, also nicht das wurde den Metzgern verboten. Ja, Holzhackstöcke wurden verboten. Ich glaube, so in die 70er Jahre ist das angefangen. Zugunsten von Plastikhackstöcken wegen der Hygiene. Genau. Na, der absolute Wahnsinn. Und es ist aber bis heute nicht aus den Köpfen. Ja. Wenn ich heute halt einen Boden habe, einen Holzboden ohne Behandlung, den brauche ich nur mit Buchenholzasche eine Lauge machen, was ganz leicht geht. Ich brauche die Lauge bloß kochen und dann absetzen lassen. Und dann ist der wie neu. Und das regeneriert sich selber, wenn man da patzt oder irgendwas ausschüttet. Ich meine, wenn ich auf einen rohen Tisch, Holztisch, eine Rotweinflasche aus, dann muss ich mir was einfallen lassen. Aber ansonsten, alles was so, das arbeitet sich selber raus. Ob das jetzt ein bisschen fett ist oder ein bisschen das oder jenes. Und das Holz hat auch längst nicht annähernd diese Bakterien. Und das gilt natürlich für die ganze Wohnung, wo ich Holz habe. Und das ist auch etwas, was vielleicht
Das passt jetzt nicht zu Steinbock, insofern schon, weil wenn man es an, wenn man Holz an Steinbock einarbeitet, egal ob es eine Holzdecke ist, ein Regal, eine Treppe ganz wichtig oder ein Boden, das knackst nicht, das verzieht sich nicht. Wenn ich jetzt Sommerholz erwische, was künstlich runtergetrocknet ist, dann verzieht es immer etwas, also es dehnt sich aus. Aber man kann mit Steinbock dann ein bisschen den Effekt ausgleichen. Kann man viel ausgleichen, aber ideal ist natürlich schon auch, wenn man da ein bisschen schaut. Also Gesundheit im Garten, Steinbock, da sind wir jetzt durch. Ja, ich glaube schon, dass man. Mir fällt gerade ein, oder ist das blöd? Möchtest du nicht sagen, wann dein neues Buch erscheint? Oh Gott, nein! Es ist mir jetzt gerade eingefallen, als du sagst, wir sind fertig. Also ich habe mich schon vorbereitet. Aber das Problem ist, dass ich bin sowas von schlecht in Eigenwerbung. Ja, das braucht man nicht. Nein, ja, genau. Ich habe Kinderlein, ich habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Espresso mit dem Teufel. Und das Buch ist über eine Begegnung der ganz speziellen Art. Und es ist jetzt gerade erschienen. Ganz neu. Und ich denke, ich mache es mir jetzt wirklich einfach, indem ich einfach die Pressemitteilung vorlese. Also, guten Abend. Erlauben Sie mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin der Teufel. Aber sagen Sie einfach Fred zu mir. Mit diesen Worten beginnt Thomas Poppes ungewöhnlicher Dialog zwischen Tom, einem Schriftsteller auf der Durchreise, und Fred, dem Teufel. Es ist 3 Uhr morgens und der Schauplatz ist die Bar eines Flughafenhotels im Westen der USA. Der Teufel steht kurz vor der Arbeitslosigkeit. Die Menschheit richtet sich mit ihrem Verhalten selbst zugrunde und macht seine Arbeit überflüssig. Also sieht er sich gezwungen, seine Tricks und Geheimnisse zu verraten, um den Menschen zumindest eine Chance zu geben, sich gegen ihn und seine Verführungskünste zur Wehr zu setzen. Was letztlich die Welt, aber auch Freds Arbeitsplatz retten könnte. Und als Sprachrohr hat er einen Buchautor gewählt, dem er sich offenbart und der seine Botschaft verbreiten soll. Und jetzt kommt ein bisschen Schmeichelei. Thomas Poppe packt in diesem außergewöhnlich tiefgründigen, dabei stets greifbaren und amüsant provokanten Dialog die großen Themen an, die die Menschen zutiefst bewegen. Unter anderem Ökologie, Religion, Ernährung, die Migration, Rassismus, Gender, auch Corona, Gesundheitswesen, Terror und Hass im Netz und so weiter. Er hat mit dieser Form der narrativen Lebenshilfe einen Wegweiser durch das Labyrinth des Lebens geschaffen und will den Leser ermutigen, neugierig zu sein, sich eigene Gedanken zu machen, wieder verstärkt hinter die Kulissen zu blicken und die Dinge zu hinterfragen und auf Plausibilität zu überprüfen. Mit seinen Büchern möchte er allen Lesern brauchbare Werkzeuge in die Hand geben, um eine bessere Welt zu schaffen. So auch mit seinem neuen Werk Espresso mit dem Teufel, in dem er tiefe Einsichten in die wichtigen Dinge des Lebens gewährt. Ja, sehr schmeichelhaft. Okay. Und ich danke dem Verlag für die kurze und aber trotzdem präzise Beschreibung des Buchs. Ich danke dir, dass du es mal durchgelesen hast und mir den einen oder anderen Überdüdelschmarrn. Naja, aber nur deine Übertreibungen. Ja. Aber sonst findest du das Buch cool, oder? Ich finde, es ist sehr brauchbar für jeden, der sich immer zu wenig Gedanken macht über Zusammenhänge. Mhm. Und deshalb, glaube ich, war das eine gute Idee. Ich gestehe Aber jetzt machen wir Schluss, würde ich sagen. Nein, ich gestehe, dass für mich das Schreiben dieses Buchs, das war ganz nebenher passiert ist, neben allem, was wir gemacht haben. Ja, Corona-Zeit. Ja, und auch wir viel Zeit. Wir hatten Zeit, aber trotzdem, es war ein Liebhaberprojekt. Und ich habe kein allzu großes Problem damit gehabt, weil als ich eines Nachts aufwachte mit der Idee zu diesem Buch im Kopf, da war mir klar, ich muss nur von mir selber abschreiben. Mhm. Ich habe es richtig in Farbe und 3D und CinemaScope im Kopf gehabt und musste mich nur hinsetzen und sagen, so, jetzt lass es fließen und verändere nicht allzu viel von dem, was du da hörst. Und jetzt bin ich froh, dass es erschienen ist und ich hoffe, dass es ein paar unserer Zuhörerinnen aufweckt oder wach hält. Ja, oder wach hält, ja. Genau. Okay. Alles Liebe also dann. Bis zum nächsten Mal. Wassermann, ciao. Wassermann, genau. Ciao. Audio Now.